Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, jetzt zu Gast bei Fellner Live, der Mann, von dem man nicht wirklich weiß, ob er der Gewinner oder der Verlierer dieser neuen Regierungsbildung ist. Willkommen, Dominik Knepp. Grüß Gott, danke für deine Heute Mann. Zum ersten Mal in ganz neuer Rolle, nämlich kein Verteidiger der Regierung mehr. So ist es. Ja. Jetzt haben wir eine schwarz-grüne Regierung und das bedeutet nichts Gutes, vor allem nicht für Wien. Denn man sieht ja schon, dass gewisse Punkte, die im Regierungsprogramm drin sind, vielleicht gleich lauten wie vorher, aber mit einem anderen Inhalt erfüllt werden. Man sieht das zum Beispiel bei diesen Beratungsagenturen für die Flüchtlingswerber. In der vorherigen Regierung unter dem freiheitlichen Innenminister hätte es insofern eine Beratung gegeben, dass unerwünschte Asylwerber und nicht anerkannte Asylwerber wieder ausreisen. Jetzt bei Schwarz-Grün wird es eine Beratungsagentur geben, wie man natürlich auf illegale Weise einreisen kann. Und das ist halt der große Unterschied zwischen der damaligen Regierung und der jetzigen. Glauben Sie wirklich, dass es eine Beratungsagentur für illegale Einreise gibt? Sie meinen für die Art und Weise, wie man einen Asylantrag stellen kann? Natürlich, aber die Leute, die hierher kommen, das sind ja ausschließlich Wirtschaftsflüchtlinge, denn sie kommen ja schon einmal über ein sicheres Drittland. Das kann ja mir keiner sagen, dass auf der langen Fluchtroute von wo auch her immer man nicht hätte in Ungarn oder in Italien oder in Slowenien oder in sonstigen Ländern nicht sicher wäre. Das heißt, der Grund, warum die Leute hierher kommen, ist einzig und allein derjenige, dass sie sich hier ein besseres Leben erhoffen und dass Wien einfach Sozialgeschenke macht und damit muss gestoppt werden. Bevor wir zu den Details kommen, Dominik Knepp, Wiener FPÖ-Chef, Wiener Spitzenkandidat der FPÖ, Strache-Nachfolger, da werden wir dann auch noch eine Minute dazu fragen müssen. Und eigentlich der Mann, wo man sich fragt, ist er jetzt der Verlierer dieser neuen Regierungsbildung, weil er mit der FPÖ nicht mehr in der Regierung ist, oder ist er der Gewinner, weil er sozusagen mobil machen kann gegen eine türkis-grüne Regierung im Wiener Wahlkampf. Wie fühlen Sie sich denn? Überwiegt das Leid, sprich die Enttäuschung, dass türkis-blau weg ist, oder die Freude auf den Wiener Wahlkampf, dass Sie türkis-grün jetzt herdreschen können? Na, selbstverständlich freue ich mich schon auf die Wahlauseinandersetzung in Wien, aber die großen Verlierer dieser Koalition, nämlich dieser schwarz-grünen Koalition, sind die Österreicherinnen und Österreicher, denn es gibt jetzt keine Regierung mehr, die sich für mehr Sicherheit einsetzt, für sichere Grenzen einsetzt und dem schaut das nicht, Menschen aller Herren Länder hierher kommen und Sozialgeschenke abholen. Aber solltet ihr euch als FPÖ nicht eigentlich darüber freuen, dass der Sebastian Kurz alle diese Punkte aus dem letzten Regierungsprogramm und aus der letzten Regierung in das neue Regierungsprogramm wieder reinverhandelt hat? Ich verstehe nicht ganz, warum sich die FPÖ darüber aufregt, dass es weiter Sicherungshaft gibt. Ja, das Problem ist ja, dass zwar diese Punkte im Regierungsübereinkommen stehen, allerdings diese Punkte sicher nicht im Rahmen der Regierungsarbeit dann umgesetzt werden. Wenn man sich dafür bekennt, eine Landesverteidigung aufrechtzuerhalten, wo natürlich auch die Sicherung des Luftraums dazugehört, und dann der grüne Verhandler Rudi Anschober beim Bundeskongress sagt, naja, selbstverständlich gibt es keine Nachbeschaffung von wichtigem Heeresmaterial wie Flugzeuge, wie Panzer, dann frage ich mich, ja, da kracht es schon ganz am Anfang. Jeder interpretiert in diesem Regierungsabkommen etwas anderes. Die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. Das heißt, jetzt ist es vielleicht nett und kurz ist man enthusiastisch bei der Eheschließung, allerdings dann die Dauer der Ehe wird sicher problematisch, da wird es schon den einen oder anderen Scheidungskrieg zwischen den beiden geben. Wann erwarten Sie den ersten Scheidungskrieg und zu welchem Thema? Naja, sobald es an die Umsetzung geht und wir wollen natürlich, dass Punkte, die dort drin sind, umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Sicherungshaft. Und wenn es jetzt schon von Anfang an heißt, von grüner Seite, naja, da steht zwar drinnen, aber das müssen wir erst schauen, das müssen wir vielleicht uns Modelle anschauen von Belgien, von Holland, dann dauert das ja viel zu lang. Das sind wichtige Maßnahmen, die gleich umgesetzt gehören und da werden wir aufs Tempo drücken und schauen, wie sich dann die ÖVP, die ja nicht mehr türkis ist, sondern kohlrabenschwarz, und die Grünen dann verhalten werden. Trotzdem sagen doch alle journalistischen Beobachter, hier ist das türkisblaue Regierungsprogramm, die türkisblaue Regierung fortgeschrieben worden von Sebastian Kurz. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Überschriften sind gleich geblieben, nur der Inhalt wird anders interpretiert, eben wie bei diesen Beratungsagenturen für die Flüchtlinge. Wir hätten beraten, dass Flüchtlinge, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, wieder ausreisen. Jetzt wird beraten, dass sie hier bleiben. Und das ist halt der große Unterschied, obwohl die Überschriften gleich sind. Der Inhalt ist ein total konträrer. Aber Sie wollten Dreiskirchen zum Ausreisezentrum machen.
haben das nicht einmal zusammengebracht richtig, wenn man ehrlich ist. Es wurde schon. Und jetzt wird es ein Rückkehrzentrum, das ist ja dasselbe. Was ist der Unterschied? Das werden wir eben sehen, ob das nicht nur ein Etikettenschwindel ist, wo man draußen was draufpickt, aber die Leute, die drin sind, nicht rückkehren, sondern einkehren. Und das wird eben der große Unterschied sein zwischen Schwarz-Grün und damals noch Türkis-Blau, wo es eine starke freiheitliche Handschrift gab, mit einem erfolgreichen Innenminister Herbert Kickl. Also Sie glauben nicht, dass diese türkis-blaue Handschrift, diese türkisblaue Sicherheitspolitik fortgesetzt wird. Das glauben Sie nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ja die grüne Basis rebelliert. Wenn wir sehen, dass allein beim Bundeskongress der Großteil der Wiener Delegierten ein Drittel, wenn man eine Geschlossenheit repräsentieren will. Aber wenn hier ein Drittel schon dagegen stimmt, dann sieht man ja, dass es da ordentlich kracht im Gebälk und die werden das nicht lange aufrechthalten können. Da wird schon genügend Abgeordnete geben, die sich dann entweder abspalten oder intern für genug Wirbel sorgen, dass es Sebastian Kurz eben nicht möglich sein wird, wichtige Punkte im Thema Sicherheit, Kampf gegen den politischen Islam oder auch soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Das ist Ihre Hoffnung? Das ist nicht meine Hoffnung, das ist meine Vorausschau und ich glaube, dass das auch viele politische Analysten genauso teilen würden. Darf ich fragen, wie gefällt Ihnen denn der neue Innenminister? Karl Nehammer ist ja eigentlich ein Hard Guy, von dem ist ja anzunehmen, dass er die Kickl-Linie fortführen wird. Das wird man eben sehen, ob es nicht nur bei Überschriften bleibt und ob sich der Herr Nehammer gegen seinen grünen Partner durchsetzen kann. Weil im Moment schaut es ja so aus, als ob in den Verhandlungen Schwarz gewonnen hat und Grün über den Tisch gezogen wurde. Ich glaube allerdings, dass sich das dann anders darstellen wird, nämlich dass die Grünen dann bei vielen Maßnahmen, die schwammig in diesem Regierungsabkommen drinstehen und die wichtigsten Abkommen sind schwammig formuliert, dass sie das eben so interpretieren werden, dass der ÖVP nicht mitgeht und dass sich auch dann beweisen wird, dass es nur eine einzige Partei gibt, die für die eigene Bevölkerung einsteht und die für mehr Sicherheit einsteht und das ist eben die FPÖ. Gibt es überhaupt Leute in dieser Regierung, Minister, Ministerinnen, die Ihnen gefallen, wo Sie sagen, die sind gut? Also bis jetzt hat mich keiner der Personen überzeugt in der bisherigen Tätigkeit. Auch ein Heinz Fassmann nicht? Mit seinen Deutschklassen zum Beispiel. Ja, der Heinz Fassmann hat ja probiert, Deutschklassen einzuführen. Was man gesehen hat, ist, dass es bei Weitem nicht ausgereicht hat, was hier eingeführt wurde. Und wo er mich vor allem enttäuscht hat, ist, dass er ja unseren freiheitlichen Vorschlag, den ich eingebracht habe, abgelehnt hat. Nämlich, dass es für verhaltensauffällige Schüler, für gewalttätige Schüler, es sogenannte Erziehungscamps gibt, die dann eben, wo Schüler aus dem Schulverband rausgenommen werden, damit sie eben nicht mit Misskübeln auf Lehrern schmeißen, damit sie eben nicht andere Schüler malträtieren. Sie sich jetzt angesichts dieser Regierung abschminken, diese Sicherheitscamps? Ja, das wollte er schon damals nicht. Und jetzt wird es umso weniger kommen und umso mehr sieht man aber, wie wichtig es ist, dass es eine freiheitliche Handschrift gibt und eine starke FPÖ, damit eben diese Interessen der Schüler, nämlich die, die lernen wollen und vor allem auch die Lehrer, die lehren wollen, dass man diese schützt. Und jetzt gibt es Minister, bei denen dreht es Ihnen offenbar den Magen um. Die Frau Tanner haben Sie indirekt schon angesprochen, dass die also zu wenig fürs herkämpft. Die Frau Lunacek, nehme ich an, ist jetzt nicht gerade das Highlight ihrer Begeisterung. Und bei der Frau Zadic gibt es ja einen wahren Shitstorm aus der FPÖ-Ecke gegen diese Justizministerin. Es gibt vor allem einen Shitstorm von, ja, sage ich, linken Meinungsmachern und ja, selbsternannten Moralaposteln auf Twitter gegen mich. Und ja, das man ist muss ja dazu sagen, Sie haben ja da eine köstliche Nummer geliefert, weil Sie ja behauptet haben, das ist eine muslimische Ministerin. Und jetzt wissen wir aber, die ist religionsfrei, weil die hat bei Freshfields in der Kanzlei gearbeitet. Da kann man als Moslem gar nicht tätig sein. Also spätestens seit damals gehört die keiner Religion mehr an. Die ist religionsfrei vom Bekenntnis her. Diese Geschichte ist überhaupt eine der skurrilsten, die ich jemals erlebt habe in meiner politischen Karriere. Denn einzig und allein, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir den Bundeskongress angeschaut. Ja, und die Grünen auf OE24 richtig, nehme ich ja, an. Auf ihrem Sender. Ja. Und die grüne ehemalige Abgeordnete Berivan Aslan hat dort in ihrer Wortmeldung gesagt, dass eigentlich ja, das Regierungsprogramm und der Inhalt gar nicht so wichtig ist. Hauptsache, wir haben die erste muslimische Ministerin. Worauf es Ihnen einen Jubelsturm gegeben hat, muss man sagen, einen minutenlangen fast. Eine minutenlange Jubelsturm. Ich habe diese Rede von ihr zusammengefasst auf Twitter und habe gesagt, wir haben jetzt zum ersten Mal eine muslimische Ministerin und der Inhalt des Abkommens ist eigentlich wurscht. Das heißt, ich habe die Rede von der Frau Berivan Aslan auf Twitter zusammengefasst. Und was ist passiert?
die linke Twitteria, angefangen vom diesem linken Schreiberling vom Standard, dieser Tom Müller oder Meyer, glaube ich, heißt er. Ja. Der Herr Tom Meyer, so unwichtig ist, dass mir immer der Name, dass mir der Name entfällt. Der hat daraufhin so getan, als ob dieser Post von mir käme und der Inhalt. Derweil war das nur eine Zusammenfassung eines grünen Posts und die gesamte linke Twitteria. Sieht man schon mal, soll sie als FPÖ-Politiker nicht unrecherchiert auf grüne Wortmeldungen verlassen? Es war ja wahr. Ne? Und die gesamte linke Twitteria ist über mich hergefallen, was insofern skurril ist, weil eigentlich hätte dieser Shitstorm nicht mir gelten müssen, sondern der Grünen Frau Aslan, die das nämlich selber gesagt hat. Aber ja, ich nehme es zur Kenntnis. Das ist und ja jetzt sind Sie ebenso Opfer eines Shitstorms wie die Frau Zadic. Das heißt, zuerst ging der Shitstorm von den FPÖ-Wählern zur Frau Zadic und jetzt geht er offenbar von den Grünwählern zu Ihnen. Habe ich das richtig verstanden? Also ich habe keinen Shitstorm von FPÖ-Wählern Richtung Zadic festgestellt. Ja, natürlich. Da wurde ja sogar der Herr Bundespräsident angerufen, um das zu stoppen. Festgestellt, was haben Sie auch den Bundespräsidenten angerufen? Nein, habe ich nicht angerufen. Bitte? Ich habe auch nicht seine Nummer, habe ich nicht angerufen. Aber was man nur feststellen konnte, ist eben, dass diese linke Twitter-Bubble dann gegen mich losgegangen ist mit beleidigenden Worten, auch gegen meine Familie, was natürlich besonders schmerzhaft ist, mit Morddrohungen. Und da frage ich mich halt schon, das ist so die selbsternannte Zivilgesellschaft, die da auf Twitter herumtut. Das zeigt aber schon, aber die Emotionen gehen hoch, ne? Emotionen gehen hoch, aber diese Zivilgesellschaft, ehrlich gesagt, dann pfeife ich auf diese Zivilgesellschaft, weil die ist weder zivilisiert, noch brauche ich deren Gesellschaft, so wie sich diese Herren hier auf Twitter aufhören. Erste Frage, warum gehen die Emotionen bei der Frau Zadic so hoch? Ist eigentlich eine nette Frau, ist eine Anwältin, eine höchst professionelle Anwältin, Freshfields. Das ist eine Kapitalistenkanzlei, um es einmal so zu sagen. Also die sind, glaube ich, relativ unbedarft, linksradikale Rechtsanwaltskanzlei zu sein. Was stört Sie an der Alma Zadic so? Ich glaube, man hätte da grundsätzlich viel Tempo rausnehmen können, nämlich von ihrerseits. Denn wie Sie auch wissen, ist sie verurteilt worden, zwar nur medienrechtlich, naja, aber dennoch. Dürften Sie auch nicht mehr Politiker sein und da würde die ganze FPÖ ausfallen. Also ich bin medienrechtlich noch nicht verurteilt worden, aber die Problematik ist ja nicht einmal. Ich glaube, ich schon 40 Mal medienrechtlich verurteilt. Die Problematik ist ja nicht die Verurteilung an sich, sondern dass sie berufen hat. Was heißt berufen? Das Verfahren läuft und sie ist jetzt selber Justizministerin und könnte selbst Einfluss nehmen auf ihr eigenes Verfahren. Ja, und das ist das ist unsauber. Und wenn die Grünen da immer so moralisieren und sagen, es muss alles super sauber ablaufen, dann hätte man hier in diesem Fall warten müssen, bis das Verfahren abgeschlossen ist, oder sie hätte das erstinstanzliche Urteil annehmen müssen. Aber voran hätte sie sich vor allem nämlich aufgrund dieser Verurteilung, sie ist ja verurteilt worden wegen übler Nachrede von einem jungen Menschen, dem sie etwas unterstellt hat, und sie hätte auch viel Tempo rausnehmen können, hätte sie sich einfach entschuldigt, weil dieser junge Mensch hat jetzt mit enormen wirtschaftlichen Einschränkungen. Ja, ist das der junge Mensch? Sie hat irgendjemand einen Nazi genannt, glaube ich. Richtig, ja, und sie hat etwas behauptet. Und wer ist der junge Mensch, den sie einen Nazi genannt hat? Sie hat etwas behauptet, etwas über jemanden, dass er etwas getan hat, was er nicht getan hat. Ja. Verstehe. Und dementsprechend hätte sie sich auch entschuldigen können bei ihm. Ja, das sollte sie vielleicht jetzt tun, weil Richtig. Das Ganze ist ja eigentlich jetzt nicht gerade der große Aufreger, dieses läppische Verfahren, würde ich sagen. Aber was stört Sie an die Frau Zadic generell, außer diese läppische Medienkausa? Man wird sie bewerten, wie sie in Zukunft dann auch ihr Amt führen wird. Aber ich glaube, dass jemand nicht Justizminister sein soll und sein kann und sein darf, der noch ein offenes Verfahren hat. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund. Da hätte Herr Moser auch nie Justizminister werden dürfen, weil der hat gegen mich ja ein Medienverfahren verloren. Die Frage ist eben nicht die Verurteilung, sondern das laufende Verfahren und die Einflussnahme darauf. Und das ist ja das, was unsauber ist. Gut, aber Sie haben Angst, dass die Frau Zadic für eine linkslinke Politik steht, für eine muslimische Politik steht. Oder was ist die Angst? Das weiß ich nicht, wofür die Frau Zadic steht. Es ist ja nur bemerkenswert, dass bei diesem Bundeskongress die eine Rednerin nicht darauf Bezug genommen hat, welche Top-Qualifikation die Frau Zadic hat. Und das hat sie ja, das ist ja unbenommen, sie ist Dr. Juris, sie hat im Ausland studiert. Das gilt ja auch nicht abzusprechen. Aber im Gegenteil, das ist ja schon irgendwie abstrus, dass eine grüne Rednerin nicht darauf reagiert und das anspricht, wie gut eine Ausbildung ist, sondern ausschließlich betont, dass sie Muslimin ist, was im Endeffekt gar nicht ist.
Das sieht man schon, dass hier anscheinend auch Zeichen bewusst gesendet werden und Codes gesendet werden an Vertreter des politischen Islams. Und die Umweltpolitik, die die Leonore Gewessler ansagt, die finden Sie gut oder die ist für Sie ein Horror? Das werden wir sehen, ob der Lobautunnel kommt oder nicht. Wenn man bedenkt, dass sie federführend war damals bei Global 2000 als Geschäftsführerin und daher auch sicher Kampagnen gegen den Bau des Lobautunnels unterstützt hat. Ja, hundertprozentig. Wird man sehen, ob jetzt diese Bundesregierung diesen so wichtigen Lobautunnel für Wien schafft. Denn wir brauchen eine Umfahrung. Es kann nicht mehr sein, dass der gesamte Verkehr durch die Stadt rollt. Da braucht es eine Umfahrung. Der Lobautunnel. Und sie vor allem auf der Tangente staut, nicht? Weil so, um so das geht es ja natürlich primär. Nicht, und der Lobautunnel wäre eine enorme Tag mehr auf der Tangente haben. Und der Lobautunnel wäre eine enorme Entlastung im Verkehr, auch für den 22. Bezirk. Darum ist er ja so wichtig. Darum gab es ja auch unter dem Verkehrsminister Hofer die Initiative, das so rasch wie möglich durchzuführen. Aber ja, jetzt haben wir Schwarz-Grün und jetzt wird man sehen, was passiert. Das heißt, Ihre Angst ist, dass das eine Anti-Autofrau-Ministerin wird? Wenn man bedenkt, dass jetzt überlegt wird, die CO2-Steuer einzuführen, wenn man bedenkt, dass Flugtickets teurer werden, wenn man bedenkt, dass ja auch im Bereich der Mineralölsteuer hier etwas passieren sollte und das Dieselprivileg aufgehoben wird, dann ist das ja nicht für den automobilen Verkehr gerade förderlich, sondern es wird zu mehr Belastungen kommen. Und jeder, der aufs Auto angewiesen ist, und das sind viele, um zur Arbeit zu kommen, um Familien zu besuchen, die müssen tiefer ins Börserl greifen. Und das ist eben schon der erste Gegenteil, weil Sie vorher gesagt haben, wo ist der Unterschied zwischen Türkis-Blau und jetzt Schwarz-Grün? Wir haben gesagt, damals keine neuen Belastungen und die jetzige Regierung schafft nur Belastungen. Jetzt ist es ja für Sie eigentlich eine Großpackung Red Bull für einen Wien-Wahlkampf, oder? Ich trinke grundsätzlich sehr wenig Red Bull und brauche auch keine Großpackung. Das ist ungewöhnlich, weil an und für sich ist das bei Ihnen ja das Nationalgetränk in der FPÖ, oder? Nein, ich bleibe lieber beim Gespritzten. Aber dann ist es eine Großpackung Spritzte für Ihren Wien-Wahlkampf, oder? Das tut auch nicht gut, ist nicht aufputschend. Aber natürlich werden wir das ganz genau beobachten und die Fehler beinhart aufzeigen. Und wir sind in Wien die einzige Oppositionspartei, die es noch gibt. Wir haben Rot-Grün, die in der Wiener Stadtregierung sind. Wir haben Schwarz-Grün, die in der Bundesregierung sind. Das heißt, die einzige Kraft, die sich jetzt noch ausschließlich für die eigene Bevölkerung und für die Wienerinnen und Wiener einsetzen kann, ist die FPÖ. Das heißt, Sie sehen wieder Licht am Ende des Tunnels, könnte man sagen, nicht? Weil Sie sind ja da jetzt ja doch durch einige nicht ganz lustige Monate gegangen als Wiener FPÖ-Chef. Jetzt macht es Ihnen wieder Spaß angesichts dieser politischen Herausforderung. Mir hat Politik immer Spaß gemacht. Und naja, man könnte mir vorstellen, dass Ihnen rund um die Weihnachtszeit oder rund um den Dezember der Spaß vergangen ist. Es gibt immer lustigere Zeiten und weniger lustigere, ja. Aber man ist ja nicht nur Schönwetterkapitän, sondern man muss auch einmal einen rauen Seegang aushalten. Das hatten wir im letzten Jahr, da haben Sie vollkommen recht, es war kein einfaches Jahr, aber jetzt gilt volle Kraft voraus für den Wien-Wahlkampf, egal wann er kommt, im Oktober, im Juni, im Mai. Wir sind personell, wir sind finanziell und strukturell bestens vorbereitet. Sind Sie eigentlich so weit, dass Sie schon eine Nummer-1-Ansage sich machen trauen für diesen Wien-Wahlkampf oder hängen da die Trauben noch zu hoch für Sie? Im Moment ist unser Ziel 20% plus und den zweiten Platz halten. Allerdings, wir wissen ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass ja, die Grünen so hoch sind, die Roten so schwach sind. Das heißt, da ist ja noch viel in Bewegung. Und wir werden unser Bestes geben, das beste Ergebnis rauszuholen. Jetzt darf ich am Abschluss noch fragen, das letzte Mal, als wir hier saßen, war ein paar Tage vor dem Ausschluss von HC Strache. Der ist mittlerweile erfolgt. Sie haben den aus der Partei rausgeschmissen. Ob das gescheit war, ist die Frage, weil mittlerweile hat sich die Wiener FPÖ gespalten. Es gibt eine DAÖ, ja, mit 3 Abgeordneten, in Kürze sollen 6 sein, mit einem Strache als Zuschauer oder als Mitwirkenden, das wissen wir noch nicht. Das ist ja für Sie nicht gerade lustig. Warum haben Sie denn den rausgehauen? Das war doch Ihr jahrelanger Lebensmensch. Sie waren ja mit ihm gemeinsam sogar auf Ibiza mehrfach. Ja. Wenn auch Gott sei Dank nicht bei dieser Oligarchennichte, die haben sie sich Gott sei Dank erspart, intelligenterweise. Warum trennen sie sich von ihrem Erfinder und Lebensmenschen? Man muss eines sagen, er hat sich eigentlich mit seinem Verhalten selbst ausgeschlossen. Und wir haben extra, damit es eben nicht heißt, es gibt ja vielleicht Befangenheiten, persönliche Motivation, dass jemand was wird oder nicht wird, haben wir ein unabhängiges und weisungsfreies Parteigericht eingeschalten.
Und die haben die ganzen Aussagen, das Benehmen, das Auftreten der letzten Monate bewertet. Und die sind unabhängig von dem, was ja, vielleicht manche hätten wollen, manche hätten nicht wollen, zu dem Entschluss gekommen, dass er parteischädigend gehalten hat. Und somit hat er sich eigentlich durch sein Verhalten selbst ausgeschlossen. Und da war eine Versöhnung nicht möglich zwischen ihnen beiden. Ich meine, Sie haben ihn jahrelang bewundert als Ihr Vorbild. Er hat Sie gemocht als Ihr fast politischer Ziehsohn. Da können Sie zwar solche Menschen nicht versöhnen. Das ist Feind, Todfeind, Parteifreund. Schauen Sie, das eine ist das vielleicht Persönliche. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man gerade im Rahmen der Professionalität auch Emotionen hinten anhält. Und genau deswegen gab es dieses unabhängige und weisungsfreie Parteigericht. Und wenn ein Gericht zu einem Urteilsspruch kommt, dann gilt es, diesen auch zu vollziehen, egal ob es einem gefällt oder nicht. Und es tut Ihnen nicht leid, dass der HC Strache jetzt da praktisch bei der Konkurrenz tätig ist? Bei mir tut es leid eigentlich, dass er genau das macht, was er immer ausgeschlossen hat. Nämlich er wollte die freiheitliche Familie nie spalten und er wollte der freiheitlichen Familie nie schaden und dem dritten Lager in Österreich keinen Schaden zufügen. Und genau das, indem er jetzt drei Leute einmal vorschickt und sagt, gründet einmal einen Club, damit vielleicht wieder ein bisschen Clubgeld reinkommt. Die bekommen jetzt 1 Million Euro circa. Gewaltig, ja. Ja, das ist schon auch ein enormer Schaden für den Steuerzahler. Und genau das hat er ja eigentlich immer nicht wollen. Und darum verstehe ich jetzt nicht seinen Zug, da aus vielleicht persönlicher Eitelkeit und aus persönlichem Interesse der freiheitlichen Familie zu schaden. Also Sie sind schwer enttäuscht von ihm nach diesem Katastrophenjahr? Naja, erstens weil er eben nicht Wort gehalten hat und gesagt hat, er möchte der freiheitlichen Familie nicht schaden. Er möchte auch vor allem seiner eigenen Familie nicht schaden. Darum hat er sich aus der Politik zurückgezogen. Also sein Verhalten verstehe ich jetzt nicht. Und Sie starten jetzt in ein neues Jahr als Neustart, kann man sagen. Eine neue FPÖ mit einem neuen Spitzenmann unter ganz neuen Rahmenbedingungen. Sie müssen keine Regierung mehr verteidigen, Sie können sie mehr oder weniger durchs Land watschen oder durch die Stadt in diesem Fall. Na, wir konzentrieren uns auf Wien, weil wir dieses rot-grüne System in Wien endlich aufbrechen wollen, weil eben hier vieles falsch läuft. Ich gehe im Rahmen meiner Bezirkstouren durch ganz Wien, durch jeden Bezirk und da reden mich die Leute an und denen ist das vollkommen wurscht, was der Herr Strache macht, sondern die regen sich auf, dass ja in Wien IS-Sympathisanten eine Mindestsicherung bekommen, dass Islamisten im Gemeindebau wohnen, dass ausbezahlt wird die Mindestsicherung und Sozialgelder an Phantomkinder. Das sind Kinder, die gar nicht hier sind und die wird von Rot-Grün nicht kontrolliert. Und jetzt haben wir schon einen Mindestsicherungsposten von über 1 Milliarde Euro, wo Geld zu 50% an Nichtstaatsbürger ausgeschüttet wird. Und da sage ich einfach, das ist nicht meine Politik, sowas dulde ich nicht. Das Geld ist für die Österreicher da und hier muss es endlich wieder. Hat der Wien-Wahlkampf schon begonnen, Herr Nepp? Wien-Wahlkampf, wir machen Politik ja nicht nur im Wahlkampf, sondern dauernd. Wir sind ja nicht aber so ich habe ein bisschen den Eindruck, Sie eröffnen ihn gerade, den Wien-Wahlkampf, oder? Wir sind ständig für die Wienerinnen und Wiener da. Wir haben das gezeigt mit dem Krankenhaus Nordprüfansuchen an den Rechnungshof, an den U-Ausschuss Krankenhaus Nord. Wir haben jetzt den sozialen Wohnbau durchleuchten lassen durch den Rechnungshof. Das heißt, wir sind ständig für die Wienerinnen und Wiener da und nicht so wie andere Parteien immer nur kurz vor der Wahl. Gut, Dominik Nepp, neuer Spitzenkandidat. Möglicherweise Bürgermeister, was weiß man. Ja, vielleicht mit den Grünen als Koalitionspartner, weil irgendein Koalitionspartner fährt ja benötigt. Schauen wir mal. Dominik Nepp im Studio, danke fürs Vorbeikommen, danke für diese erste schnelle Einschätzung der gerade angelobten türkis-grünen Regierung. Danke. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann geht es weiter mit Fellner Live.